Gut, vielen Dank auch an die Einladung, hier heute sprechen zu dürfen. Animal Aided Design habe ich schon relativ oft vorgestellt, aber ich finde das hier eine gute Gelegenheit. Ja, es geht ja auch um das Zwiegespräch zwischen Kultur, Geisteswissenschaften und Planungswissenschaften. Und das ist natürlich ein guter Anlass, da nochmal drüber nachzudenken, natürlich, was man tut. Wiebke und ich und noch einige andere, wir arbeiten jetzt schon länger an der Uni Kassel da auch zusammen mit dem Löwe-Schwerpunkt Tier-Mensch-Gesellschaft. Ich sage diesmal richtig, sage immer Mensch als Erster. nichtsdestotrotz, wir haben begonnen uns zu verstehen, aber ich möchte trotzdem nochmal ein schönes Zitat aus einer Rezension zu einem gemeinsamen Buch vorlesen, speziell über AAD, um auch nochmal so die Unterschiede vielleicht einmal sichtbar werden zu lassen. Hier geht es darum, sozusagen ist eine Besprechung der Methode. Und das, ich mache jetzt nur ein kurzes Zitat. Abgesehen davon, dass hier die Ausläufer stadtplanerischen Machbarkeitswahns des 20. Jahrhunderts deutlich sichtbar werden, ist eine solche anthropozentrische Denkweise meilenweit von allen Ansätzen der Human-Animal Studies entfernt, die sich zum Ziel gesetzt haben, den akteurspezifischen und antisubalternen Ansatz des Verhältnisses zwischen Tieren und Menschen zu stärken. Wenn davon die Rede ist, die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen der Zielarten maßgeblich zu steigern, so erinnert das stark an das Ingenieurdenken der Hochmoderne. Vielleicht handelt es sich bei all dem aber auch um ein provozierendes Kunstprojekt. Das mit der Hochmoderne fand ich toll, da kamen gleich so ein bisschen so Le Corbusier'sche Gedanken auf, aber es ist natürlich eine Illusion. Das ist auch gar nicht, was wir denken, aber ich glaube, deswegen ist es gut, miteinander zu sprechen. Und ich werde jetzt kurz mal die Methodik umreißen und dann können wir ja nochmal sprechen, ob das tatsächlich so hochmodern ist oder vielleicht doch schon woanders hingeht. Natürlich die Fördergeber nicht unerwähnt. Wir werden finanziert vom Bundesamt für Naturschutz und dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Es ist ein Kooperationsprojekt der TU München und der Universität Kassel und das machen natürlich nicht nur Wolfgang Weißer und ich, sondern jede Menge anderer Menschen, die auch hier dankend kurz gezeigt und erwähnt werden sollen. Ja, um was geht es bei Animal Aided Design? Unsere Idee ist es, das Vorkommen von, ich sag mal, wilden Tieren im urbanen Raum durch die Einbeziehung ihrer Bedürfnisse in die Stadt- und Freiraumplanung zu fördern. Wir sehen das einmal als neue kreative Herausforderung in der Objektplanung, also in der Produktion von Stadt, von Architektur, Freiräumen, Parks, Straßen und so weiter. Wir sehen es auch als eine Erweiterung des Artenspektrums im urbanen Natur- und Artenschutz, der ja hauptsächlich auf den Schutz von seltenen Arten zielt. Wir wollen uns nicht nur auf seltene Arten beschränken, sondern das weiter öffnen. Und es geht natürlich auch um die Nutzung der Potenziale von Digitalisierung, dazu kurz mehr. Unser Forschungsprojekt ist natürlich in einem ganz spezifischen Kontext entstanden, nämlich dem des deutschen Planungssystems, auch des deutschen Naturschutzsystems. Und momentan sieht es so aus, wenn jetzt städtebaulich geplant wird, gibt es natürlich einen ganz normalen Planungsprozess von Outline, Proposals, Vorentwurf und so weiter. Und irgendwann kommt so ein Artenschutzgutachten, da steht meistens schon der Städtebau und dann wird eine Zaunadechse gefunden oder so ähnlich. Und dann wird Halt geschrien und also der dicke Pfeil ist sozusagen der Hauptplanungsprozess und die kleinen Pfeile ist das, was der Naturschutz dann in der Stadtplanung tut, so pieksen und im Endeffekt lästig sein und sozusagen diesen Mainstream der Planung eigentlich aufhalten und behindern. Das heißt, das Vorkommen von Tieren in der Stadt und in der Planung wird eigentlich als Ärgernis und als lästige Belastung empfunden. Ganz scherenschnitthaft, das hat damit zu tun, dass wir in der Planung ganz klassisch so eine Trennung von Mensch und Natur, das ist ja sozusagen das Paradigma der Moderne, geht um Kontrolle, um Sauberkeit und Herrschaft im Endeffekt und die Stadt ist der Raum der Zivilisation und des Menschen und die Natur ist draußen und es werden als getrennte räumliche Sphären verstanden, aber nicht nur das, sondern eben auch als
verschiedene funktionale Systeme. Also die Stadt hat für die Bedürfnisse des Menschen zu funktionieren und die Natur kann draußen stattfinden. Und da geht es nicht nur um wilde Tiere, sondern das war ja auch Programm, hat auch die Exklusion von Nutztieren aus dem städtischen Raum mit beinhaltet, eben unter diesem Paradigma der Hygiene und der Kontrolle der städtischen Räume. Andererseits haben wir sozusagen als bürgerliche Ersatzhandlungen diese Ausweisung von Schutzgebieten zur ästhetischen Erbauung und da wo sind eben die Orte, an denen man Natur und seltene Arten dann erleben kann. Wir sehen jetzt die, das ist jetzt eigentlich mal zunächst relativ trivial, aber nicht ganz selbstverständlich zu sagen, es ist eine Ergänzung zu den üblichen Verfahren des Naturschutzes, der sozusagen immer eine Gegenplanung beinhaltet. Ja, Stadtplanung und Naturschutzplanung verstehen sich ja sozusagen als konkurrierende Planungssysteme, die sich im besten Fall harmonieren, im schlimmsten Fall gegeneinander arbeiten. Und wir sagen, es sozusagen als Ergänzung dazu bedarf es eben auch in einer planerischen Integration in diesen Hauptvektor der städtebaulichen Planung. Das soll eben Animal Aided Design als einer von anderen, es gibt natürlich auch andere Ansätze, dazu dienen. Einerseits geht es um städtische Gestaltung, die gleichzeitig Habitate für Populationen von Zielarten schafft. Die Bedürfnisse der Zielarten werden integraler Bestandteil der Planung. Dazu muss ich mir natürlich mal Tiere aussuchen, für die das passiert. Wir haben 45.000 Arten in Deutschland, die kann ich natürlich nicht alle in einem Planungsprojekt integrieren. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch nicht alle gleichmäßig im Raum verteilt vorkommen, dazu gleich mehr. Ich muss mir anschauen, was brauchen diese Zielarten, sozusagen, wir nennen das abgeleitet aus dem Lebenszyklus, deren kritische Standardfaktoren. Und wir sagen jetzt, diese Beachtung dieser Faktoren ist eigentlich etwas, was Planung und den Entwurf inspirieren kann und nicht mehr wie sonst ein Ärgernis und Hindernis der Planung darstellt. Das Ziel ist eine gute Gestaltung für Menschen und Tieren und die beiden nützt. Dazu auch gleich noch mehr. Gut, es gibt vier Schritte der Methode. Ich muss die Zielarten auswählen, Akteurinnen beteiligen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann, das nennen wir mit dem Lebenszyklus gestalten, das heißt die Bedürfnisse der Tierarten sind, ja, so wie unsere Bedürfnisse, Gestaltungsthema. Und dann muss ich natürlich, wie sonst auch in der Planung, das Baugeschehen begleiten und das, was sonst in der Planung auch relativ wichtig wäre, auch ein Monitoring zu machen und nachher zu gucken, was ist passiert, kann man damit weitermachen oder nicht. Das wäre nicht nur für AED wichtig, sondern eigentlich für alle anderen Planungen genauso. Ja, Zielarten auswählen, das ist jetzt nicht ganz banal. Ich habe schon gesagt, es gibt viele. Welche nehme ich denn jetzt überhaupt? Darüber sollte man mal nachdenken. Und ich nehme jetzt natürlich nicht alle Arten, die in irgendwelchen Großräumen vorkommen, sondern wir arbeiten jetzt mit so regionalen Artenpools und Fokusräumen. Ich erkläre das jetzt gar nicht so genauer. Da wir ja mit sozusagen, wir gehen davon, wir bringen Tiere nicht hin, man könnte das theoretisch machen, aber wir gehen davon aus, dass sie selbstständig, wenn das Angebot stimmt, Räume besiedeln können, wenn die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, wir arbeiten mit Arten, die schon in einem bestimmten Fokusraum vorkommen und wenn die Bedingungen stimmen, dann den angebotenen Raum neu besiedeln können. Dazu, und da deswegen dieses Big Data, es gibt leider in Deutschland teilweise nicht besonders gut, es wird ja überall kartiert. Leider werden diese Daten viel zu wenig und viel zu wenig systematisch zusammengeführt, aber es gibt in Hessen, funktioniert das gut, in Hamburg einigermaßen, in der Schweiz ausgezeichnet. Das heißt, es geht darum, diese Daten abzurufen, auszuwerten und dann abzuschichten, aus dem Vorkommen, welche Arten jetzt eigentlich ich auswählen will für meinen Projektraum. Also ich habe es vorher auch Objektplanung genannt. Es geht ja tatsächlich ums Bauen. Ja, wir sprechen jetzt nicht von großen Strategieplänen für ganze Städte, sondern tatsächlich von konkreten baulichen Projekten wie Stadterweiterungen, aber auch einzelne Hochbauten, Grünraumsysteme und so weiter. Aber es geht tatsächlich um die Objektebene. Ja, Tiere haben verschiedene Bewegungsmodi, muss man jetzt nicht weiter ausführen. Ja, also da gibt es halt große Unterschiede, wie weit sie kommen und so weiter. Was natürlich wichtig ist, ich kann jetzt feststellen, dass in irgendeinem Fokusraum Tiere vorkommen. Ich muss natürlich auch mir anschauen, ob sie dann in mein Zielgebiet kommen. Das ist
an und für sich in der Biotopverbundplanung so schon bekannt, aber das eben hier integriert in unsere Methodik, muss ich eben auch schauen, dass, ja, das heißt jetzt nicht, dass nur die grünen Räume funktionieren, eine Fledermaus ist das relativ egal, ja, ob es da grün ist oder nicht. Das heißt, da geht es darum, die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten dann am realen Raum zu prüfen und zu gucken, gibt es da Verbindungen und Möglichkeiten hinzukommen. Da kommen noch immer relativ viele Arten raus und dann muss ich mir tatsächlich nochmal drei Punkte anschauen. Also Erreichbarkeit habe ich jetzt schon erwähnt, das ist ganz zentral, gibt es Barrieren, Korridore, Vernetzung und so weiter. Und dann muss ich mir anschauen, können die Arten mit dem Potenzial, was an meinem Ort vorhanden ist, da tendenziell leben? Jetzt nur ein ganz plakatives Beispiel, wenn ich weiß, ich werde in einem Wohngebiet nicht die Möglichkeit haben, Wasser zu verwirklichen oder ist kein Starter, ich werde auch keins bauen können, dann ist es wahrscheinlich unvernünftig, mit Amphibien zu arbeiten, außer jetzt mal Erdkröten oder so, ist aber egal. Also es geht darum, was bietet der Raum potenziell und was haben die Tiere für ökologische Merkmale und Traits. Und dann andere Standortlimitationen, es geht natürlich auch um soziokulturelle Faktoren, ja. Es gibt zahlreiche Konflikte, aber auch Synergien und auch hier wieder ein holzschnittartig ein Beispiel. Es ist vermutlich in der Stadt ungünstig, Tiere, die Menschen fressen, anzusiedeln. Ja, das wäre so ein soziokultureller Faktor, der vielleicht dafür spricht, dass ich nicht mit Bären im Stadtraum arbeiten sollte. Genau, da haben wir auch so ein Bewertungssystem, da will ich jetzt nicht näher ausführen. Was uns jetzt ganz wichtig ist, aus so einem Pool, der prinzipiell möglich wäre, so ein lokales Artenpotenzial, ja, die würden passen. Ich habe es jetzt, es steht da drum, ich habe es noch mit, es gibt ja immer diese große Kritik der ganzen Naturschutzplanung, dass sie natürlich menschenfeindlich ist. Ja, das ist klassisch, das ist eine Expertenplanung und eigentlich sieht Naturschutzplanung ganz wenig tatsächlich Entscheidungsmöglichkeiten für die Menschen, die in diesen Räumen leben, vor. Und unser Anspruch wäre es, dass dann diese Artenauswahl natürlich in einem partizipativen Prozess stattfinden kann. Ja, wir als Menschen müssen dann unter uns ausmachen, welche Tiere können, sollen, wollen wir fördern, dass sie sich selber ansiedeln und entwickeln an diesen Orten. Ich denke mal, das ist zentral notwendig, auch hinsichtlich so einer sozialen Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass die Räume gepflegt werden, dass die Tiere akzeptiert werden, dass Konflikte auch ertragen werden. Ich war jetzt neulich in Zürich, da ist bei Fassadengrünungen das wichtigste Thema ist immer das Spinnen dann in die Wohnung, krabbeln. Ja, das muss ich wissen, dass das da so zentral ist und das muss ich sozusagen bearbeiten und auch in so Teilhabeprozessen mit einbeziehen. Gut, ich glaube, ich muss so ein bisschen schneller machen, ja, halbe Zeit. Also hier so ein Beispiel, was wir gerade bearbeiten in Ingolstadt, da geht es jetzt eher um so großmaßstäblich. Also da haben wir mit 3035 Arten zu tun, da schauen wir uns gerade mit so Barrierenanalysen an, arbeiten wir analytisch und erforschen gerade dieses Thema der Erreichbarkeit, das kann man auch computermodelliert machen mit diesen Bewegungstypen, da kann ich so Widerstandskarten machen, also da werden sozusagen die verschiedenen Stadtstrukturen mit unterschiedlichen Widerstandswerten belegt und dann kann ich sozusagen, wie wenn ich Wasser auf einer Seite ins Modell reinrinnen lasse, an einer bestimmten Stelle schauen, wo sozusagen die Widerstandswerte am geringsten sind und kann so eigentlich abschätzen, ob hier Barrieren vorliegen und ob bestimmte Räume erreichbar sind oder nicht. Das wäre sozusagen zu diesem Thema der Erreichbarkeit. Das ist natürlich artspezifisch. Und dann kann man eben auf so einer ersten Ebene sich mal anschauen, wo gibt es sozusagen so neuralgische Punkte, wo ich dann in Bezug auf diese durch Wegbarkeit für bestimmte Arten da mal eingreifen muss, um überhaupt mal so einen Planungsraum erreichen zu können. Was wir aber als Erster in so einer ersten Forschungsphase an der TU München bearbeitet haben, ist überhaupt, wir haben ja ganz naiv angefangen, so mit der Idee, hab Pflanzenverwendung, so eine ganz lange Tradition, was ist eigentlich mit Tieren, hat Wolfgang Weißer gefragt, wieso werden die eigentlich nicht stärker in die Gestaltung integriert und wir haben eigentlich am Anfang daran gearbeitet, wie das methodisch funktionieren kann, dass Bedürfnisse von Arten in den Entwurf integriert werden. Und das besteht eigentlich aus drei Schritten. Einmal gibt es sozusagen diesen großen Bereich der Informationsaufarbeitung und Zusammenführung herauszufinden, wie funktionieren die einzelnen Arten, was haben sie für Bedürfnisse, auch aufbereitet für die Gestalterinnen und
Gestalter. Wir schauen uns immer den gesamten Lebenszyklus an. Tiere sind nicht immer gleich. Im Winter haben sie andere Bedürfnisse als jetzt zur Brut- oder Aufzuchtsphase und so weiter. Also wir schauen uns immer sozusagen den kompletten Lebenszyklus an und leiten daraus dann sogenannte kritische Standardfaktoren ab. Das ist sozusagen ein bisschen IKEA-katalogmäßig so tatsächliche Hinweise, Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um die Wahrscheinlichkeit und Plausibilität, dass Arten an einem bestimmten Ort brüten können, dass sie sich vermehren können, dass sie Nahrungshabitate haben und so weiter. Die werden hier aufgelistet und aufbereitet. Und was uns wichtig ist, zu sagen, diese kompletten kritischen Standardfaktoren müssen in die Gestaltung integriert werden, um die Wahrscheinlichkeit einer sozusagen selbstdynamischen Ansiedlung an dieser Zielarten zu erreichen. Genau, ich zeige immer das Bild, das ist eben das IKEA-mäßige. Ich muss wirklich die einzelnen Faktoren abarbeiten und dann unter die verschiedenen Lebensphasen so einen Haken setzen. Und wenn eben einer, ist jetzt ganz banal, wenn ich einen Nistkasten in den Innenhof aufhänge, jetzt für Haussperlinge, und da gibt es aber keinerlei Nahrung in der näheren Umgebung, wird das eben nicht funktionieren. Das heißt, ich muss mir wirklich sämtliche Bedürfnisse anschauen, um hier erfolgreich arbeiten zu können. Und das ist eben der kreative Schritt, diese Übertragung. Ja, ich muss ja wie in jedem Design dann für diese Anforderungen, Bedürfnisse ja auch eine gestalterische, funktionale Sprache finden. Dazu gibt es von Rupert Schelle und Georg Hausladen, Sophie Janke haben dann in dieser ersten Phase dazu Testentwürfe erarbeitet, die wir dann in dieser Broschüre publiziert haben, einfach nur mal um zu zeigen, ja, das kann eigentlich funktionieren als Teil von Landschaftsarchitektur, als Teil von Architektur. Genau, es gibt immer diese zwei Ebenen, also so ein Gesamtplan, der tatsächlich, und das ist uns wichtig, es ist ja nicht in Animals-only-Planung, sondern es geht uns darum, das wirklich integriert in die Planung für Menschen zu bearbeiten. Das heißt, der Hauptplan zeigt an alle Maßnahmen, ja, sowohl die für Menschen wie für Tiere. Und dann gibt es nochmal sozusagen eine technische Detailplanung unter Anführungszeichen, die auf die spezifischen Zielarten abzielend nochmal die darauf zugeschneiderten Maßnahmen zeigt. Ja, wir sind gerade da am Bauen mit ein paar Dingen. Ich klicke das ganz durch. Ich würde nämlich, bevor es Schluss ist, lieber nochmal da so ein paar weltanschauliche Dinge zur Sprache bringen. Das ist ja vielleicht auch lustiger. Ja, ganz banal, dass diese ökologische Baubekleidung, ich muss Detailplanung machen, ich muss Bemusterungstermine, das macht zum Glück der LBV München, unterstützt uns da. Die Frau Weber ist ein Fassadenbrüterin, Fassadenbrüterinnen, Expertin. Also es geht darum, also da geht es ganz viel um Details, das muss aufgeraut sein, so ist sozusagen die Spaltendicke und so weiter. Also da geht es wirklich um ganz konkretes, vertieftes technisches Verständnis. Es geht wirklich auch um Detailplanung. Hier haben wir so einen künstlichen Spechtbaum, bis hin zum Igel. Das zeige ich nochmal so als Anekdote. Wir haben so ein Igelquartier, haben gedacht, das wäre doch ganz lustig in so einem Geräteschuppen, wie könnte man das machen? Und das wird dort auch gebaut und in diesem Planungsgebiet, das ist eine Nachverdichtung, werden zwei Kindergärten gebaut und wir sind dann zur Münchner Schulverwaltung und gesagt, schaut mal, wir machen da so Igelquartiere und da können die Kinder das dann pflegen und gucken und das ist doch fantastisch. Und dann so, halt. Also Igel auf dem Kita-Gelände, das geht ja gar nicht. Die haben ja Zecken und sozusagen die verbreiten Parasiten und sind schmutzig und kacken überall hin. Das hat dann da zu dem Ergebnis geführt, und das kann natürlich AED theoretisch auch, dass wir eine Anti-Igel-Planung gemacht haben. Ja? Also wir mussten dann sicherstellen und nachweisen technisch, dass keine Igel auf dieses Kita-Gelände kommen können. Und ich sage das immer, um diesen Punkt der Konflikte nochmal anzusprechen, da gibt es ganz viel, da muss man viel miteinander sprechen und verhandeln. Verschmutzte Fassaden ist ein Riesenthema, Vogelkot, Fledermaus, Ausscheidungen, Lärm und so weiter. Das sind alles sozusagen Punkte, die man, und darauf komme ich gleich zurück, wenn man jetzt sagen will, ja, die Idee ist so, irgend so ein Modus der Kohabitation, ja, von Menschen und Tieren zu fördern, das darf ich mir nicht weglügen. Ja, also da gibt es ganz viel Stress und insofern ist dieser Punkt der Partizipation oder des gemeinsamen Entscheidens, mit wem leben wir zusammen, ganz zentral. Weil es
sonst eben zu diesen unmoderierten Konflikten kommt, das kann einfach gar nicht funktionieren. Ja, letzte Phase des Monitorings, das ist uns natürlich ganz wichtig, das wird aber erst dann passieren, wenn die Dinge mal fertig sind, deswegen muss ich dazu nichts sagen. Kurzer Werbeblock, Broschüre gibt es im Internet, urbane Tierräume, wie kann ich wandern, das ist super, gemeinsam, also mit Herausgeber und da geht es eben auch schon um diesen Dialog zwischen Kulturwissenschaften und Planungswissenschaften und Historikern und so weiter. Ja, ich habe nochmal, Ignacio hat mir geschrieben, ich soll die Vision von EED vorstellen, das habe ich jetzt mal ernst genommen und dachte, okay, was ist eigentlich die Vision? Ich habe auch mal, da haben wir schon mal früher drüber nachgedacht, ich meine, das kommt ja jetzt so als technische Methode daher und wir wissen ja inzwischen alle, dass Technik ja nie wertneutral ist. Und jetzt habe ich mir da auch mal drüber nachgedacht, was stecken da eigentlich für Werte dahinter? Und insofern klingt das jetzt schon so mal nach hochmodern. Also es ist ein individualistischer Ansatz auf biologischer Ebene. Das heißt, man schaut sich ja einzelne Arten an. Ja, es ist kein holistischer Ansatz sozusagen im Gegensatz dazu, wo man eben von Ökosystemen spricht oder von Artengemeinschaften und so weiter, sondern es geht sozusagen von einzelnen Arten aus, wo natürlich klar ist, dass die Populationen und auch die Individuen interagieren und sich beeinflussen und da gibt es komplexe Prozesse der gegenseitigen Beeinflussung, aber es sozusagen die Arten werden als nebeneinander lebend und sich beeinflussend verstanden, aber nicht als so ein geschlossenes System, das auch jetzt durch, wenn jetzt wer einwandert oder mal was rausnimmt aus diesem Geflecht, dass das dann zusammenbricht oder ähnliches. Und das ist natürlich ein anthropozentrischer Ansatz. Da haben wir heute auch schon mal drüber geplaudert. Ich glaube, dass, weil Frau Knecht hat ja halt auch schon drüber geredet, ich glaube auch, dass sozusagen Anthropozentrismus in den Kulturwissenschaften und in der Planung auch was anderes heißen. Ich denke mal, wir kommen in der Planung, Anthropozentrismus ist unumgänglich. Also wir können nicht, wir haben eine ganz lange Diskussion im Naturschutz, es gibt ja der Biozentrismus und so weiter und so fort. Ja. Ich denke aber, wir können als Menschen nur unter uns aushandeln, mit welchen Tieren wir zusammenleben wollen oder auch nicht. Das müssen wir besprechen. Alles andere, wenn man sagt, die Tiere haben eine eigene Stimme, da käme es ja zu einer sogenannten Stellvertreterinnenfunktion. Und da ist die Lehre aus dem Naturschutz, dass die Stellvertreter diese Stimme nutzen, um ihre eigenen Interessen eigentlich durchzusetzen. Ja. Das ist sozusagen, deswegen glaube ich, wir müssen da ehrlich bleiben und sagen, es geht um unsere Interessen und um unsere Interessen in Bezug auf ein mögliches Zusammenleben mit verschiedenen Tierarten. Wir gehen davon aus, dass Natur grundsätzlich machbar ist und beeinflussbar und nicht sozusagen was Statisches und Empfindliches. Das finde ich immer auch so was ganz, Natur ist ja plötzlich so wehleidig geworden in den letzten Jahrzehnten. So eine Prämisse der Offenheit, der Entwicklung Natur, ich sage jetzt mal Natur unter Anführungszeichen, die denken Sie bitte mit, ist offen und nicht fertig. Und was uns, glaube ich, auch wichtig ist, dass es im Zentrum auch um so ein ästhetisches Erleben von Natur und Natur als ein Spiel- und Experimentierraum geht. Ja, also so an Martin Seel anknüpfen, das ist sozusagen ein ästhetischer Eigenwert der Natur, den man wirklich um ihrer selbst willen ästhetisch genießt. Das steht bei uns eben schon im Zentrum, auch als Begründung, warum wir es als sinnvoll finden, in Richtung Kohabitation zu arbeiten. Ja, die Ziele, Initiierung von offenen, eigendynamischen Ansiedlungsprozessen von Tierarten in der Stadt, verstanden als Real-Life-Experimente. Wir haben heute kamen ganz oft die Experimente, fand ich ganz interessant, müssen wir nochmal überlegen, warum. Experimente, mit denen die Möglichkeiten der Ansiedlung von Tieren unter verschiedenen städtischen Bedingungen einmal ausprobiert werden können. Also ich bin ja jetzt nicht der Biologe, aber wir wissen gleichzeitig, dass wir nicht alles wissen können. Ja? Also sozusagen dieser Anspruch der totalen Kontrolle und der Voraussage, der ist natürlich nicht da, deswegen ist es immer ein Experiment, was passieren wird, was für Eigendynamiken wird sozusagen dieses Anbieten von Möglichkeiten auslösen. Das ist spannend, das mal auszuprobieren und zu beobachten. Und es geht natürlich überhaupt mal
die Möglichkeiten, Konflikte und Grenzen der Kohabitation von Menschen und wilden Tieren in der Stadt auszuloten. Wie kann das Zusammenleben, ich meine, das passiert ja auch von alleine, das werden wir, glaube ich, gleich von, das ist jetzt nicht mein Thema gewesen, ich denke mal, da kann man auch ganz viel lernen davon, aber wenn man jetzt es auch noch provoziert und anregt, ist es, denke ich, ganz spannend und hoffentlich eine Aufgabe der nächsten Jahre zu schauen, wie funktioniert es, wie werden sozusagen die Nutzerinnen der Räume durch diese Maßnahmen nicht enteignet in ihrer Selbstbestimmung der Freiräume. Das finde ich eben ganz zentral. Ja, es geht nicht, was ja die Kasseler Schule hat das ja wirklich pointiert formuliert, vielleicht auch in einem unangenehmen Ton in den 80er Jahren, aber der Vorwurf an den Naturschutz war aus Seiten der Freiraumplanung, dass eine Enteignung der Nutzerinnen und Nutzer mit sozusagen naturwissenschaftlichen Argumenten stattfindet. Und das wollen wir nicht, deswegen ist uns eben der Aspekt der Beteiligung steht bei uns im Zentrum. Vielen Dank.